Der folgende Clip wird Ihnen präsentiert von Sportstudio Bauer, der Fitnesstreff in Selb. Bayern-Rundfahrt in Selb. Die 830 Kilometer lange Radtour macht unter anderem Stationen in der Porzellanstadt. 131 Fahrer aus 19 Teams radeln zwischen Regensburg und Nürnberg um den Gesamtsieg. Die Besucher sind von Tour und Rahmenprogramm begeistert. Ist natürlich was ganz, ganz Tolles und ich glaube, da können wir schon stolz drauf sein, dass sie uns hier auch als eine der Zieletappen ausgewählt haben. Ist eine ganz tolle Veranstaltung, also auch für unsere Stadt selbst. Finde ich das ganz super, dass die hier durchgefahren sind und dass sich die Stadt halt auch so viel Mühe gegeben hat. Also genial. Ich habe das erste Mal ein Radrennen gesehen, habe mich eigentlich schon ganz begeistert. Dachte nicht, dass es so spannend ist. C'est bien, il y a beaucoup de monde, viele, viele Leute. An sich schön, viele Menschen, passt. Es ist wieder mal richtig was los in Selb. Wie ihr hinter mir sehen könnt, es sind unglaublich viele Leute da. Und warum? Heute geht die Bayern-Rundfahrt in die nächste Etappe. Der Startschuss wird gleich hinter uns am Rathaus in Selb fallen und wir sind für euch dabei. Ja, es ist natürlich aufregend. Viele Zuschauer am Strecke, viele bekannte Rennfahrer, mit denen man unterwegs ist. Macht Spaß die Woche bisher. Was genau ist denn die Funktion der Polizei heute? Absperren alle Straßen, die quasi auf die Rennstrecke führen, damit die Radlfahrer und der Tross wirklich auch ungehindert durchkommen. Wir stehen mitten im Getümmel, es geht gleich los. Alle warten ganz gespannt darauf, dass es endlich soweit ist. Und wir hoffen natürlich, dass es jetzt auch gleich losgeht. Ich fühle mich heute okay, es ist ein schöner Tag. Ich genieße es heute, im gelben Trikot zu fahren und mich den Fans zu präsentieren in der Heimat. Es ist ein schönes Gefühl. Und los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eigentlich bin ich sprachlos, ich kann aber trotzdem noch sprechen, denn der gestrige Tag und jetzt heute noch der Start hier direkt vorm Rathaus war natürlich für uns wirklich eine Sensation. Es hat alles funktioniert, es hat alles gepasst, die Vorbereitungen waren klasse. Das Ambiente war genial, da sieht man, wenn man gemeinsam was anpackt, das kann wirklich funktionieren. Wie gesagt, ich bin eigentlich sprachlos.